Ja, hallo, hier ist wieder Hannelore Drees von der Hobby Company aus Quickborn. Und jetzt habe ich mir vergessen, da einen Punkt hinzukleben, damit ich in die richtige Richtung gucke. Ja, es ist 18 Uhr und ich habe versprochen, ich komme heute noch mal live. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ja, denke schon. Ansonsten schreibt mir das einfach mal rein. Ja, so sollten wir das schaffen. Und ja. Schreibt mir doch einfach mal, ob ihr mich gut versteht, ob das Bild so okay ist oder ob ich irgendwas ändern soll. Auf jeden Fall muss ich dieses Mal dringendst mein Kabel irgendwie anders unterbringen. Das war ja ganz fürchterlich. Aber okay, ich habe mir das jetzt um den Hals gehängt und hoffe, das geht so. Ja, heute habe ich mitgebracht ein Produktpaket. Das nennt sich weihnachtliche Etiketten. Jetzt muss ich nur mein Bild suchen. Ja, doch, hier bin ich aber ganz richtig, weil es ist nicht so ganz einfach mit der Einstellung, weil ich kann jetzt nur auf meinem Bildschirm, so auf meinem iPad sehen, ob ich richtig bin oder nicht. Und da ist immer alles zeitverzögert. Okay, danke Barbara für dein Feedback. Okay, also das ist jetzt hier das Stempelset weihnachtliche Etiketten und dazu gibt es eine tolle Stanze, die man auch in verschiedenen für verschiedene Sachen verwenden kann. Und ich habe hier heute schon mal so ein bisschen ausprobiert. Gerade habe ich hier das, ja, da kann man es erkennen, nur für dich mal aufgestempelt in unserem Glutrot. Und ich stanze das auch gleich mal aus. So, also wer unsere Stanzen nicht kennt, also am besten immer umdrehen und von der Rückseite gucken. Dann siehst du genau, ob das passt oder nicht. Und die gehen auch ganz einfach. Und kann ich vielleicht auch gleich nochmal erklären, unsere Stanzen sind super zum Weglegen. Also einfach zusammendrücken. Hier kann man sie einrasten und dann liegen sie ganz flach in deinem Regal und du kannst sie also auch stapeln oder so nebeneinander legen. Also das ist ein großer Vorteil hier bei den Stanzen. So, und jetzt wollte ich das zusammen mit unserem gewellten Etikett mal ausprobieren. Da könnte jetzt noch ein bisschen Gold zum Beispiel da drunter oder was mir da auch immer zu einfällt. Also das ist also auch eine super schöne Kombination, finde ich. Ich weiß nicht, ob du unser gewähltes Etikett kennst. Ich könnte es auch von der Seite nehmen. Aber da ich jetzt rot habe, würde das jetzt mit diesem Schwarz-Weiß super passen. Hier habe ich zum Beispiel mal, also es gibt nicht nur dieses Set, oder ich zeige dir vielleicht erstmal zu Anfang überhaupt, was da so drinnen ist. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich alles einmal abstempel, ausstanze. So können meine Kunden auch immer super sehen, was in dem Paket drin ist und was man draus machen kann. Also zum Beispiel auch mit der Kreisstanze kann man arbeiten. Oder wir haben ja diese tollen Stickrahmen. Und da habe ich hier mal das mit dem Stickrahmen gestanzt. Also alles, das ist jetzt für die Big Shot, das sind Handstanzen. Und dann haben wir bei den Ovalen zum Beispiel oder auch bei den Kreisen auch so gewellte Teile dazu. Und wenn ich das jetzt dahinter gebe, klebe und das farblich so ein bisschen anpasse, habe ich ein ganz tolles Teil. Also das sind die Stempel, die jetzt in dem Paket mit drin sind. Aber wir haben auch noch ein anderes Stempelset für alle, die das nicht so anspricht, haben wir ja noch ein englisches, also mit Merry Christmas und es ist halt auch für Halloween was da drin oder auch noch so ein paar tolle Teile, die man eben gut verwenden kann. Okay, also wie gesagt, das kann man hier ganz super machen. Ich habe hier auch noch mal das einfach mit Gold, mit Rot einfach so ein bisschen hinterlegt und ein bisschen rumgespielt damit. Was man zum Beispiel auch machen kann, das ist hier für unsere Verpackung. Wir haben ja auch diese kleine Pillowbox hier wieder, die in einem anderen Set zwar mit drin ist, aber aus der man eben auch dieses Teil schön machen kann. Und da kann man zum Beispiel
habe ich jetzt mal dieses Merry Christmas hier ausgewählt. Und das Ganze jetzt auf Flüsterweiß, weil das passt jetzt gut hier zu meinem Papier. So. Also einfach drauf. Ich hoffe nur immer, ich bleibe im Bild. Sonst komme ich irgendwann zurück. Also ein super, super Abdruck, finde ich. Sieht ganz toll aus. Und jetzt suche ich mal wieder hier das Passende. Es war bei dem anderen ja etwas einfacher. Also so passt das wunderbar da rein. Ups, jetzt schmiere ich dir das alles voll. Zack. Und jetzt kann ich mir das hier auf mein Paket kleben. Da nehme ich am besten hier unsere Pads und klebe mir das da so drauf. So, dann kann ich noch ein bisschen spielen. Ist ja nicht gefüllt, deswegen drückt es auch ein bisschen ein. Also ich kann jetzt verschiedene Sachen noch dazu nehmen. Ein bisschen Gold würde super passen. Also was dir da auch immer zu einfällt. Ich habe hier gerade so ein paar Sterne liegen. Also das klebe ich doch gleich nochmal mit drauf. Dafür nehme ich gerne hier unsere Glue Dots, unsere Klebepunkte. Aber erstmal hier zumachen, sonst schmiere ich mich noch mehr ein. Wer die noch nicht kennt, also hier sind also einfach so kleine Klebeteile, Punkte drauf. Das kann ich mir super mit dem, mit dieser Prickelnadel abnehmen oder ich drücke mein Teil einfach da drauf, dann haftet das auch. So, und jetzt habe ich ganz schnell und einfach einen Kleber und so sieht das schon viel weihnachtlicher aus, ne? Ich zitter richtig so ein bisschen, ne? Ja, was kann man jetzt noch zum Beispiel draus machen? Hier habe ich mal mit unserer, kennt ihr die eigentlich? Unsere Schleifenstanze. Das ist auch ein super, super schönes Teil. Auch damit kann man ganz toll arbeiten und einfach mal, ich nehme mal hier, in unserem Chili-Rot das da drauf und schon habe ich einen ganz tollen Anhänger, oder? Ich kann es auch so rumgeben. Vielleicht wieder ein bisschen Gold da drauf. Ich mache das doch einfach mal. Also einfach hier mit einem Klebepad festkleben. So, und dann mache ich das ruhig so rum. Wieder eins unserer Sternchen. Ein Goldband dran und du hast einen ganz tollen Anhänger. Einen kleinen Gruß vielleicht noch drunter, den kann man hier so drunter setzen und sieht immer schön aus, oder? Und zwar ist einer der Stempel, ich zeige dir den mal, das ist dieser hier. Leise rieselt der Schnee. Hier ist er mal in grün drauf. Und der sieht auch ganz, ganz super schön aus. Ich muss mal einmal rüberlangen hier. Ups. Und zwar auf Pergament. Pergament ist ja so ein bisschen tricky, sag ich mal. Wer von euch arbeitet mit Pergament? Frage ich einfach mal so in die Runde. Könnt ihr mir einfach Ja oder Nein reinschreiben? Und ich hoffe, der ist jetzt sauber. Entschuldigung, jetzt wackel ich hier so ein bisschen. Und zwar nehme ich jetzt hier unser Versamark. Das ist ein Stempelkissen, was eigentlich keine Farbe hat, was so ein bisschen ja, so wie Fett aussieht, gerade auf Pergament. So, und da nehme ich mir jetzt ein bisschen an meinen Stempel. Und stempel, ich habe jetzt so ein kleines Stück Pergament und stempel mir das jetzt da gut drauf. Wichtig, dass das überall ankommt. So, und eigentlich sieht man jetzt, glaube ich, nichts oder kaum etwas.
Und jetzt nehme ich hier mal mein Embossing-Pulver und zwar in Weiß. Also diese Stempelfarbe in Anführungsstrichen, die trocknet auch sehr langsam. Und das nutzen wir jetzt aus und nehmen uns hier ein bisschen von dem Prägepulver. Und das kommt jetzt da drüber. Und immer lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Den Rest schön abschütteln, abklopfen, sodass also wirklich nur auf dem Stempelabdruck was bleibt. Ich bleibe hier immer mit meiner Schnur hängen. Okay, so. Jetzt wird es etwas laut. Ich halte das ein bisschen vom Mikrofon entfernt, also ich gehe ein bisschen weiter weg, denn jetzt habe ich hier unser Heißluftgebläse und das ist kein Föhn, sondern das ist sehr heiß und ein Föhn würde jetzt alles nur wegpusten und das verschmilzt jetzt die Stempelfarbe mit dem Stempelpulver. Also es wird jetzt etwas laut. So, und wenn das Ganze glänzt, dann ist es fertig. Dann ist es getrocknet und ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Ich fasse jetzt einfach mutig mal drüber. Dann ist es also fest und da kann eigentlich so schnell nichts passieren. So, jetzt nehme ich hier meine Stanze und muss das jetzt wieder passgenau ausstanzen. So, also es sieht so schon super schön aus, finde ich. Also gerade Weiß und Pergament, das kommt immer ganz, ganz toll. Und jetzt machen wir dazu, muss ich auf meine Schnur aufpassen, nehme ich hier von unserem tollen Designerpapier, stanze ich mal ein Stück aus. So, und das kommt jetzt dahinter. So, du kannst es noch so ein bisschen rausgucken lassen und hast also so ein ganz, ganz tolles Teil. Oder? Frage ich einfach mal, wie gefällt euch das? Mal gucken, ob überhaupt noch jemand dabei ist. Ja, es sind noch ein paar dabei. Freitag 18 Uhr sind vielleicht auch einige beim Essen, beim Einkaufen, was auch immer. Das ist jetzt hier so eine kleine Stanze, mit der kann ich ja die Löcher für meine Bänder machen. Kann ich gleich beide zusammen durchgeben. Ich nehme jetzt hier mal diesen dünnen Goldfaden. Und da habe ich gefuscht, aber okay. Ich glaube, ihr verzeiht mir das, wenn ich hier so ein bisschen rumfusche mal. So. Es ist aber auch wirklich aufregend, so ein Live-Teil. Ich mache ja sehr, sehr viele Videos. Ich habe heute übrigens gerade eins reingestellt. Aber live ist einfach was anderes, weil da kann alles schief gehen. Und bei einem Video, ich kann es immer schön schneiden. Ich kann alles rausschneiden, was schief gelaufen ist. Und ja, das geht hier natürlich nicht. Ja, also das ist ein ganz tolles Teil. Ich liebe das so zu arbeiten. Ja, das ist hier unsere tolle Stanze. Aber ich habe mir noch was ausgedacht damit. Und zwar, wo ist sie? Da. Manchmal braucht man ja auch größere und kleinere Teile. Und Anne, erstmal können wir das vielleicht so machen. Ich nehme noch mal. Ich nehme mal was anderes.
Und zwar haben wir auch noch so tolles Papier hier mit Noten. Das ist auch wunderschön. Ich schmeiß das jetzt mal runter. Natürlich sind unsere Papiere ja immer von beiden Seiten. Und ich stanze jetzt mal so rum. Genau. So, und vielleicht möchte ich das ein bisschen kleiner haben. Ich habe hier mal in Glutrot ein normales Etikett. Und jetzt setze ich mal lieber mal meine Brille auf, damit ich alles richtig sehe. Und ich kann jetzt das einfach da wieder reinstecken und das Ganze einfach ein bisschen kürzer stanzen. Zack, habe ich das. Und jetzt kann ich das so da drauf kleben und sehe das Rot noch super schön. Also so kannst du das auch noch ein bisschen verkleinern und kannst damit wieder ein bisschen rumspielen. Die Breite ist hier 3,8 cm, das sind 1,5 Inch. Und vielen Dank, Monika. Und damit kannst du das Ganze auch größer arbeiten. Also das heißt, ich habe mir hier einen Streifen in 3,8 cm zugeschnitten und du siehst, der passt jetzt hier genau rein. Jetzt ziehe ich den, soweit ich das möchte. Pass auf, dass es gerade ist und stanze mir jetzt ein Teil ab. So, jetzt habe ich das so. Ich könnte das jetzt auch. Dann stecke ich diese Seite da rein. Jetzt so lang machen, wie ich das brauche. Also zum Beispiel so. Und kann das jetzt hier noch als Beispiel mal so als Dreierkombination machen. Vielleicht auch noch ein bisschen so. Dann kann ich hier noch einen Gruß drunter schreiben. Ja, so zum Beispiel. Oder aber ich kann das noch kleiner machen. Also geht wieder los. Ich stanze. Dann stecke ich das Teil wieder rein und mache das viel kürzer. So zum Beispiel. Das ist auch hier wieder eine Möglichkeit. Jetzt nehme ich mal hier in diesem englischen Set ist zum Beispiel For You drin. Und das stempel ich da jetzt mal drauf. Dass es nicht ganz mittig ist, könnte ich das jetzt mehrfach machen. Und jetzt kann ich das zum Beispiel hier drauf geben, hier drauf geben. So, und so habe ich nicht nur eine Größe, sondern kann viel mehr daraus machen. Und das ist immer das Schöne, dass man mit diesen Sachen ein bisschen rumspielen kann und ja, nicht nur eins, sondern wirklich viele Sachen draus machen kann. Das ist das Tolle an unseren Produkten. Einfach damit spielen und ausprobieren. Hier habe ich zum Beispiel, ja, auch selbst daraus könnte ich jetzt noch was machen, indem ich das zum Beispiel hier umknicke, dann habe ich einen Ständer, ja, wo ich mir jetzt noch irgendwas ausdenken kann. Okay, also das war so ein bisschen hier mein, ja, dieses Produktset, weihnachtliche Etiketten, was ich persönlich total schön finde und wie ich schon zu Anfang zeigte, also diese Sachen braucht man einfach für Weihnachten. Und ja, also mir gefallen sie sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Und der ein oder andere hat ja schon mal geschrieben, dass es ihnen gut gefällt. Und ja, jetzt warte ich noch mal, ob von euch irgendwelche Fragen dazu kommen. Die werde ich natürlich gerne beantworten. Wer immer noch keinen Katalog hat, also bitte schreiben. Ihr könnt den bei mir anfordern. Das Set ist natürlich hier in unserem tollen Saisonkatalog drin. Und zwar hier ist es zusammen hier mit dem tollen Papier. Also hier ist es zu sehen. Aber man kann die Teile natürlich auch einzeln kaufen. Wer sagt, oh, ich möchte nur
die Stanze haben oder ich möchte nur das Stempelset haben, auch kein Problem. Man kann, nur im Set ist das Ganze immer ein bisschen günstiger. Ja, und ich habe am Sonntag ist auch meine Sammelbestellung wieder. Also wer noch ganz kurzfristig was bestellen möchte und eventuell Versandkosten sparen möchte, das ist ja dann immer ein bisschen günstiger, kann mir einfach schreiben. Und ja, hab geübt und geübt. Oh ja, ich könnte schon wieder einen jemand gebrochen, der mein Make-up so ein bisschen erneuert. Ja, wie gesagt, das ist unendlich aufregend. Ich drehe das mal ein bisschen weg, sonst seht ihr immer. Ja, dann, wenn es weiter keine Fragen gibt, dann hoffe ich konnte euch ein paar Tipps geben. Und meine Idee ist, dass ich jeden Freitag mal so kurz komme. Also heute ist es natürlich schon wieder etwas länger geworden, aber ich muss ja auch erstmal testen, wie ich das alles so mache. Und ja, im Laufe des Tages, ich würde das immer ankündigen, also es wird nicht immer 18 Uhr sein, sondern das kann durchaus mal variieren, das kann früher sein, vielleicht auch später, dass ich mal wieder auf ein Glas Wein zu euch komme und wir so ein bisschen klönen oder eine kleine Idee von mir dazu. Ja, dann sage ich allen ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag erstmal, einen schönen Wochenausklang und toll, dass ihr dabei wart. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren und dann sage ich jetzt mal Tschüss aus Quickborn.